Einfach weil ich eben schon um 5:30 Uhr aufgestanden bin. Jetzt ist wie gesagt gerade 7 Uhr. Das ist wahrscheinlich der langweiligste Day in the Live-Vlog, den ihr jemals gesehen habt. Das ist auf jeden Fall hier die eine Sache, eine Zitrone. Knapp 3 Kilometer in 13 Minuten. War jetzt nicht besonders, aber einfach mal gut, um den Kopf frei zu bekommen. Und einfach weil ich merke, wenn ich so viel Kohlenhydrate esse, jetzt irgendwie so ein Müsli oder so, dann bin ich meistens ziemlich müde. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist ein ganz besonderes Video, und zwar bin ich heute Morgen aufgewacht. Hab in die YouTube-App geschaut und gesehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber dass wir gerade auf 9.997 Abonnenten sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Laufe des Tages die 10.000 Abonnenten auf YouTube knacken werden. Was? Ich glaube, im Mai hatte ich es mal auf Instagram gepostet. Was so ein bisschen mein erklärtes Ziel war, das bis Ende des Jahres zu schaffen. Die 10.000 Euro. Und das haben wir ganz. Die 10.000 Abonnenten. Und das haben wir ganz souverän geschafft. Von dem her zum einen ein riesengroßes Dankeschön an jeden von euch, an jeden einzelnen Abonnenten. Vielen Dank, dass du hier dabei bist. Und es freut mich sehr, dass du hier dabei bist. Und ich hoffe, dass ich dir weiterhin auch guten Mehrwert bieten kann, der dich weiterbringt in deinem Studium, in deinem Berufsleben, auch in deiner Persönlichkeit. Und zum Zweiten, falls du die Videos ab und zu anschaust und noch nicht abonniert hast, dann klick bitte oder gerne auf Abonnieren, damit ich noch so ein bisschen besser abschätzen kann, wie groß die Community ist, damit du über meine YouTube-Videos und so weiter immer informiert wirst. Aber um was soll es heute im Video gehen? Ich habe mir gedacht, zum Anlass dieses Tages, heute haben wir den Donnerstag, 5. Dezember, ich hoffe mal, wir schaffen auch die 10.000 Abonnenten bis heute Nacht, sonst ist natürlich ein bisschen ein Fail, aber ich glaube, die drei Leute kriegen wir schon zusammen. Zum Anlass des Videos habe ich mir gedacht, zum Anlass des Tages, ich bin noch ein bisschen frisch aufgestanden, nehme ich euch mal mit in meinen Tag. Ja? Also ich bin, ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, ich bin gestern um 11 Uhr schlafen gegangen und um 5:30 Uhr heute aufgestanden, nach 6,5 Stunden. Ja, geht schon ein bisschen besser, aber ich habe viel zu tun. Und von dem her geht es klar. Ich werde mir jetzt auch gleich noch einen Kaffee machen. Das ist so ein bisschen dafür kompensiert. Und ja, genau, ich werde euch einfach mitnehmen. Also wie gesagt, ich bin vor 1,5 Stunden schon aufgewacht, bin dann aufgestanden, so 10 Minuten später in etwa. Und habe dann gedacht, komm, ich mache jetzt ein YouTube-Video. Deshalb war ich jetzt noch nicht so produktiv, habe halt die Kamera aufgebaut und so weiter. Damit ich euch hier auch so ein bisschen später mal mitnehmen kann. Oder auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich die Kamera aufgebaut. Ja, aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal so viel vorwarnen. Das Ganze wird nicht besonders spektakulär. Also wer jetzt irgendwie hofft, oder wer erwartet, dass hier jetzt richtig coole, spannende Sachen passieren, da muss ich dich leider enttäuschen. Mein Leben ist derzeit nicht wirklich spektakulär. Aber ich glaube, das geht vielen so. Ja, ich denke mal, von vielen von euch ist das Leben jetzt nicht wirklich spektakulär, insbesondere wenn man eben. Ich habe ein klares Ziel vor Augen und daran arbeite ich jeden Tag. Und es macht mir Spaß. Es läuft gut auf dem Weg dorthin. Und ich bin mir sicher, dass ich mein Ziel erreichen werde, wenn ich einfach das mache. Und ich weiß, was zu tun ist, um mein Ziel zu erreichen. Und ich denke mal, es gibt, oder es wird auch vielen von euch gehen, die jetzt gerade zum Beispiel im Studium sind, oder vielleicht auch am Ende vom Abi oder sonst was, die eben quasi wissen, wo sie sich hinbewegen und einfach daran arbeiten, das Ziel zu erreichen. Und da passiert eben nicht so viel Spektakuläres. Sprich, wenn du jetzt irgendwie mega coole Action erwartest, wirst du leider enttäuscht werden. Aber ich werde euch einfach mal einen ehrlichen Einblick geben, was ich so den ganzen Tag über mache. Ja, viele haben mich ja gefragt, David, mach mal ein Video irgendwie zu deiner Morgenroutine oder sowas. Und das wird heute alles kommen. Also ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Video und ich mache mir jetzt erstmal meinen Kaffee. So, dann mal hier ein paar Einblicke in meinen Kaffee. Ich mache jetzt einen ziemlich unaufgeregten Kaffee, und zwar benutze ich hier so Instant-Kaffeepulver. Das schmeckt sogar ziemlich gut von dieser Marke. Das ganze Video ist ja sowieso Werbung, von dem her kann ich ruhig auch eine Marke nennen. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es geht halt einfach super schnell. Man muss einfach nur ein bisschen heißes Wasser dazu machen und gut ist. Dann, nachdem ich heute noch nichts gegessen habe, mache ich mir noch ein bisschen Kokosfett rein und Bio-Butter, ja, das ist dann sozusagen so ein richtiger Bulletproof Coffee. Ich tue 2 Teelöffel hier von dem Kaffeepulver rein, dann irgendwie 15 Gramm Butter und 15 Gramm Kokosfett.
Einfach weil ich eben schon um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Jetzt ist, wie gesagt, gerade 7 Uhr. Und ja, also ich trinke den Kaffee nicht direkt irgendwie nach dem Aufstehen, sondern ich trinke erstmal viel Wasser mit Zitronensaft und so weiter. Das zeige ich euch dann morgen früh. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Kaffee, den ich mache. Dann vielleicht auch mal kurz noch zu meinem Tagesablauf. Das habe ich ja schon mal gezeigt, dass ich meinen Tag immer so strukturiere mit Wunderlist. Das habe ich mir gestern Abend aufgeschrieben. Dann ist mir aufgefallen, okay, ich sollte vielleicht auch ein bisschen früher aufstehen. Deshalb ist es, habe ich quasi einen Workblock, hätte ich hier morgens noch drin gehabt. Aber jetzt habe ich das Video gemacht, von dem her passt es, dass ich um 7.30 Uhr mit Arbeiten anfange. Jetzt gerade haben wir nämlich ja, 7.25 Uhr. Da mache ich mir jetzt gleich meinen Kaffee und dann geht's los. Genau. Um 7 Uhr werde ich anfangen. 7.30 Uhr werde ich anfangen mit Arbeiten. Genau, ihr seht hier, es ist ziemlich viel Deep Work bei der ganzen Sache, ja. Es hat einfach den Grund, dass ich derzeit, ich hoffe mal, man sieht mich gerade, das hat den Hintergrund, dass ich derzeit mit Jonas vom Consulting Club an einem richtig großen Projekt arbeite, was extrem geil werden wird. Das werden wir im Januar launchen. Die Leute vom Workshop wissen da schon ein bisschen besser Bescheid. Wir hatten ja im November die Workshops und die kamen mega geil an. Da wird demnächst auch ein ziemlich cooler Aftermovie kommen mit coolen Videos, Bildern, Leuten, die auf Video irgendwas dann gesagt haben, wie viel Spaß es ihnen gemacht hat und so weiter. Und das werden wir jetzt noch deutlich weiter ausbauen, das Ganze, weil es ist halt super hilfreich, wenn du von Anfang an genau weißt, was Sache ist. Und man kann die ganzen Themen halt auf YouTube auch bei weitem nicht so ausführlich eingehen, wie man es in meinen Augen eigentlich machen sollte. Und vor allem ist halt auch der Austausch so ein bisschen schwer und da werden wir was richtig Geiles auf die Beine stellen. Und das ist eben das, woran ich hauptsächlich derzeit gerade arbeite, den ganzen Tag über. Genau. Ansonsten habe ich um 10 Uhr habt ihr gesehen, vielleicht noch einen Termin, Telefonat. Dann um 13.30 Uhr habe ich noch einen Termin mit einer Kundin von mir. Der ich so ein bisschen, ja, wir besprechen mit den, die bewirbt sich gerade auf die Spring Weeks fürs Investment Banking und da schauen wir uns nochmal an, wie das abläuft mit den Online-Tests, damit sie da alles richtig macht. Und genau, das ist auf jeden Fall der Tagesablauf. Jetzt geht's zu meinem Kaffee und bis zum nächsten Ausschnitt. So, vielleicht nochmal kurz was zu meinem Work-Setting, also den Kaffee hier. So sieht das Ganze dann aus. Also man sieht quasi schon so das Fett da drin, aber ihr seht, ich habe ihn schon quasi halb ausgetrunken, weil es einfach so lecker schmeckt. Mit dem Kokosfett und der Butter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, es mal auszuprobieren. Hier arbeite ich gerade an der PowerPoint. Dann habe ich neben mir immer noch so ein Blatt Papier und Stift liegen, falls mir irgendeine Idee kommt. Aber hauptsächlich bin ich eben in PowerPoint-Funnel drin. Und dann haben wir hier noch so eine Tageslichtlampe. Ja, die knalle ich mir vielleicht gleich an für ein paar Stunden, damit man einfach ein bisschen wacher wird. Und ja. Ab und zu schalte ich dann noch um auf meinen großen Bildschirm, aber das ist quasi so die Arbeitsumgebung, in der ich arbeite. So, ich bin mit der ersten Lernsession, mit der ersten Arbeitssession durch. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr. 10 nach 9 ist es gerade. Jetzt gehe ich in die Küche, mache mir Frühstück. Dabei habe ich meistens hier die Kopfhörer auf, höre mir irgendein Hörbuch oder so an. Und ja, das ist, was ich jetzt mache. Ich werde mir ein Rührei machen aus 5 Bio-Eiern und dann noch so ein bisschen Bio-Gemüse, irgendwie was dazu. Einfach weil ich merke, wenn ich so viel Kohlenhydrate esse, jetzt irgendwie so ein Müsli oder so, dann bin ich meistens ziemlich müde. Von dem her mache ich mir meistens tagsüber irgendwas mit wenig Kohlenhydrate. Ich nehme mich jetzt nicht mit in die Küche, weil ich merke, wenn ich das Video aufnehme, bin ich irgendwie ziemlich unproduktiv. Und das heißt, ich möchte jetzt so schnell wie möglich mein Essen fertig haben, damit ich das bis zu meinem Termin nachher um 10 Uhr auf jeden Fall fertig gegessen habe. Genau, aber ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht. So sieht dann das Frühstück quasi aus. Wir haben hier, das haben wir schön, dass wir haben 5 Eier. Habe ich noch ein bisschen so eine Chili-Paste drüber gemacht. Oder was heißt Chili-Paste? Chili-Schoten in Olivenöl. Dann ist hier eben diese Tiefkühl-Gemüsemischung aus dem Aldi. Bio-Gemüse ist jetzt nicht so das Allerbeste, aber ich denke mal, da sind schon ganz gute Nährstoffe drin. Hier rendert gerade das nächste Interview. Wird sehr, sehr cool. Sehr gute Einblicke. Und dann snacke ich mir dazu noch hier, ja, wahrscheinlich so 100 Gramm Nüsse dazu. Dann habe ich hier erstmal meine 1000 Kalorien. Oder sind eher 1, 2 oder so. Und damit bin ich dann erstmal für die nächsten 5, 6 Stunden satt.
So, kurzes Update. Es ist gerade 11:49 Uhr. Ja, mein Termin gerade war sehr gut. Danach habe ich noch weiter mit Jonas telefoniert. Wir haben noch ein paar Sachen besprochen. Das heißt, ich bin theoretisch leicht hinter meinen To-Dos hinterher, weil ich wollte eigentlich um 11 Uhr mit der nächsten Work-Phase anfangen. Jetzt ist schon 11:50 Uhr. Aber ich habe ja auch gearbeitet, von dem her ist es in Ordnung. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich mir halt wirklich konstant den ganzen Tag schon durchgeplant habe, weiß ich jetzt direkt, was als nächstes zu tun ist. Sprich, ich fange jetzt gar nicht erst an, hier irgendwie hier rumzulaufen oder so, mir zu überlegen, was zu tun ist, sondern ich fange eben direkt an, weiterzuarbeiten mit der nächsten Aufgabe. Und zum Beispiel auch vorhin, es war mega eng getaktet, ich habe mir Frühstück gemacht, dann habe ich es gegessen, dann war der Call, dann habe ich mit Jonas geredet. Jetzt geht es weiter mit PowerPoint weiterarbeiten. Ja, deshalb empfehle ich eben wirklich jedem von euch da nochmal der Appell, macht euch hier, wie gesagt, macht euch wirklich solche Listen, dass ihr den ganzen Tag von vorne bis hinten durchplant, durchstrukturiert, damit ihr eben nicht in die Situation kommt, nicht zu wissen, was als nächstes zu tun ist und dass ihr eben am Abend dann wirklich mit Gewissheit sagen könnt, okay, ihr habt alles erledigt, was zu erledigen war. Ciao. So. Jetzt haben wir gerade 13:25 Uhr. Ich habe bis jetzt gut gearbeitet, habe einiges geschafft, was ich schaffen wollte, habe mich nicht ablenken lassen oder so, weil ich genau wusste, was zu tun ist. Jetzt geht es weiter in ein Skype-Gespräch mit einer Kundin von mir, wie gesagt, wo so ein bisschen darum geht, die Online-Tests von den Investmentbanken zu meistern, weil gerade ist von den Spring Weeks sind von den ganzen großen Investmentbanken aus London kommen gerade die Einladungen zu den Online-Tests und da gibt es halt so ein paar Tweaks, die man beachten sollte, damit man da auch überall maximale Punktzahl erreicht und dann zu den nächsten Interviewprozessen eingeladen wird. Das werde ich jetzt machen und dann in einer Stunde, denke ich mal, werde ich mir vielleicht auch einen kurzen Snack machen nach unserem Gespräch. Also bis gleich. So, jetzt sind wir auch schon beim Mittagessen. Mein Gespräch gerade war sehr gut. Jetzt gerade ist 15 Uhr, also nach dem Gespräch 14:30 Uhr, hatte ich dann ein bisschen Hunger, habe gesagt, okay, ich mache mir jetzt schon mein Mittagessen, habe quasi den Lunchblock ein bisschen vorverlegt und werde dafür nachher noch 4, 5 Stunden am Stück durcharbeiten. Mein Mittagessen ist meistens auch, also wenn ich Mittag esse oder so, ist meistens auch relativ wenig Kohlenhydrate, so wie jetzt hier beispielsweise. Also jetzt habe ich hier zwei Avocados, habe gerade schon ein bisschen dran gegessen, ein bisschen Lachs oder einiges an Lachs und hier habe ich noch Spinat, sonstiges Gemüse, genau. Das ist eigentlich das, was ich so ein typisches Essen. Und dann habe ich noch so einen Haufen oder so ein paar Nüsse, Samen und so weiter drüber. Ich glaube, das deckt ganz gut ab, was ich gerade so brauche. Und ich kann eben, wie gesagt, nachdem ich halt danach nicht so wirklich müde bin oder so, wie ich es von so einem kohlenhydratreichen Mahl oftmals habe, kann ich eben dann direkt weiterarbeiten, was für mich jetzt gerade ziemlich wichtig ist. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder zurück. Mittagessen ist gut verdaut. Jetzt gerade haben wir 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr sogar. Nach Mittagessen, obwohl ich jetzt eigentlich schon ziemlich gut darin bin, nicht mehr irgendwie müde zu sein oder so. Das heißt, Mittagessen ist auch schon fast ein Abendessen gewesen. Bin ich trotzdem nach Mittagessen manchmal so, dass ich lieber irgendwie so Sachen mache, die jetzt nicht so wirklich Deep Work quasi sind, also wo man jetzt nicht wirklich mega anstrengend sein muss, sondern zum Beispiel jetzt hatte ich zwei so Business-Anfragen von Unternehmen für Kooperationen, die mich angeschrieben hatten, habe ich jetzt mit denen telefoniert. Dann hatte ich noch ein drittes Telefonat. Jetzt gerade trinke ich hier auch nochmal eine zweite Version von dem Bulletproof Coffee, also so sieht der in etwa aus. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich finde den mega lecker. Bin mal gespannt, falls jemand von euch das ausprobiert. Ein Teelöffel Biobutter, ein Teelöffel Kokosnussfett, was ihr dazu sagt. Genau. Was ich jetzt eigentlich noch hier kurz in diesem Kurzclip sagen wollte, ist, genau das ist so ein bisschen der Zeitpunkt. Also ich bin jetzt so seit 10 Stunden wach, oder 10,5 Stunden wach und habe eigentlich den ganzen Tag irgendwie gearbeitet. Jetzt mit dem, dass wir heute das 10.000 Abonnenten-Special filmen, das ist jetzt noch so ein bisschen, dass ich noch ein bisschen unproduktiver bin, aber eigentlich habe ich schon so 7 Stunden eigentlich produktiv gearbeitet. Und jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo ich im Optimalfall
und auch in mittelfristiger Zukunft sagen wollte, okay, so nach 8 Stunden, 8 bis 10 Stunden, eher 7 Stunden Arbeit, wollte ich eigentlich aufhören. Jetzt der Zeit, wo ich eben gerade noch wirklich was aufbauen möchte, sage ich für mich persönlich, okay, ich möchte jetzt weiterarbeiten. Wenn du vielleicht auch den Anspruch im Studium hast, okay, du hast jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen zu spät angefangen mit Lernen und so weiter. Es ist jetzt für dich auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, quasi die entspannte Phase, eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu machen, sondern du musst eben auch ein bisschen mehr arbeiten, um deine Ziele zu erreichen. Also ich könnte natürlich morgen irgendwie weitermachen und jetzt entspannen für den restlichen Nachmittag bzw. Abend, aber dann erreiche ich eben nicht die Ziele, die ich mir gesetzt habe. Und von dem her habe ich auch kein Problem, jetzt weiterzuarbeiten. Das ist eben auch so ein bisschen das Coole an meiner aktuellen Situation, dass ich wirklich an Sachen arbeiten kann, die mich super, was so voll das ist, was mir Spaß macht und wo ich eben auch sehr coole, also erfüllendes Feedback für bekommen. Ja, heute Vormittag hat mir einer geschrieben, der jetzt von einer sehr großen Investmentbank für die Spring Week im Video-Interview eine Einladung bekommen hat. Dann gestern haben mir zwei Leute vom Workshop geschrieben, dass sie jetzt sich auf Praktika direkt nach dem Workshop beworben hatten. Und also unabhängig voneinander haben wir geschrieben, beide, dass sie jetzt Einladungen haben zu Vorstellungsgesprächen. Ja, Anna, die ich irgendwie betreut habe beim dualen Studium, hat so viel Angebote irgendwie von dualen Studiengängen bekommen und so weiter. Und das sind halt alles Punkte, die, das macht dann halt einfach auch Spaß, daran zu arbeiten. Und das ist nicht so was, dass ich sage, irgendwie, ich sehe jetzt keinen Sinn in meiner Arbeit. Und ich denke jetzt auch, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieses Video hier ankommen wird. Das ist wahrscheinlich der langweiligste Day in the Life-Vlog, den ihr jemals gesehen habt, weil es passiert halt nicht so viel, wenn man den ganzen Tag quasi an eigenen Sachen arbeitet. Ja. Aber vielleicht ist auch so, vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen von euch auch dieses Video irgendwie interessant, vielleicht auch eine kleine Motivationsstütze, dass ihr nicht irgendwie alleine seid irgendwie. Weil ich denke mal, es gibt viele Leute wie uns, die irgendwie hohe Ziele haben. Oder es müssen ja nicht mal hohe Ziele sein, aber einfach, dass man quasi auch mal ein bisschen mehr macht, als man theoretisch vielleicht denken würde, was normal wäre quasi, sondern dass man sich auch einfach auch mal Mühe gibt und ja, dafür einsteht, dass man quasi seine Ziele erreichen möchte. Und von dem her wünsche ich euch auf jeden Fall, dass euch das Video irgendwie gefällt, ja. Lasst auf jeden Fall mich mal unten in den Kommentaren wissen, was passiert. Sorry für all diejenigen, die sich einen krassen Vlog erwartet haben. Also habe ich ja, glaube ich, schon am Anfang gesagt, das ist einfach, ja, das ist vielleicht nicht so spannend, aber dafür kriegt man halt, habe ich heute auch gut schon was gearbeitet, werde jetzt auch nochmal für 4 Stunden mich komplett zurückziehen und voll im Tunnel arbeiten. Das ist vielleicht auch ganz interessant. So manchmal, wenn es einfach jetzt nicht komplett konzeptionelle Sachen sind, also so zum Beispiel bei Mathematik. Also beim Lernen habe ich eigentlich fast nie Musik gehört, aber jetzt zum Beispiel bei solchen Sachen, wo ich eigentlich weiß, was zu tun ist und es einfach nur darum geht, es zu tun, da höre ich auch gerne Musik irgendwie mit meinen Kopfhörern, dann, damit ich komplett im Tunnel irgendwie drin bin. Von dem her, wenn mich ab und zu auch Leute fragen, hast du Musik beim Lernen? Ja, nein. Beim Lernen habe ich es nicht gemacht, aber wenn das hilft, dann kann ich das schon empfehlen. Es geht einfach nur darum, quasi in so einen Konzentrationsfunnel reinzukommen, wo links und rechts quasi nichts mehr einen ablenkt. Genau, das werde ich jetzt machen und dann um 8 Uhr, halb 9 werde ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden auf meinen Tag zurückschauen können. Und dann werde ich euch wieder einschalten und ich hoffe, dass wir bis dahin die 10.000 Abonnenten geknackt haben, weil irgendwie auch, sonst bekomme ich so 20 neue Abos am Tag im Schnitt oder zwischen 20 und 30 Abos am Tag. Und heute, ich mache mal kurz die YouTube Studio App auf. Wir sind einfach immer noch, ja, wir sind immer noch bei 797 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Aber ja, das ist halt ein bisschen ein Vorführeffekt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Noch bis 6 Stunden oder 5 Stunden, wenn ich mich dann heute Abend nochmal melde. Also bis dahin, viel Grüße. So, Freunde, das Video hat doch noch ein gutes Ende gefunden. Und zwar, schaut euch mal das hier an. Wir haben es tatsächlich geschafft, heute während diesem Video auf 10.000 Abonnenten zu kommen. Fällt mir jetzt gerade auch ein leichter Stein vom Herzen, weil das wäre echt ein ziemlicher Fail geworden, wenn wir das Ganze nicht geschafft hätten. Auf jeden Fall jetzt nochmal ganz offiziell vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, dass ihr dabei seid. Es macht mir super viel Spaß, das Ganze hier zu machen und ich habe auf jeden Fall vor, das noch für eine Weile weiterhin zu machen, euch noch deutlich mehr. Also es wird für Monat, denke ich mal, gibt es eine deutliche Steigerung auch,
was die Produktion von den Videos angeht, was auch die Frequenz von den Videos angeht. Ich werde jetzt wieder für einige Monate, auch zweimal die Woche regelmäßig Sachen für euch posten. Und von dem her, schreibt mir bitte wirklich ganz genau, zu was für Sachen ich neue Videos machen soll. Und dann werde ich das sehr, sehr gerne machen. Ihr seht es gerade schon, ich habe mich auch ein bisschen umgezogen. Und zwar habe ich jetzt haben wir gerade Punkt 19 Uhr. Ich habe jetzt 2 Stunden, glaube ich, also von 17 Uhr bis 19 Uhr, meine ich, habe ich jetzt gearbeitet. Ich war auch ziemlich gut im Tunnel drin oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen hatte. Das werde ich dann nachher beim, oder morgen beim Cutten, werde ich das dann nochmal nachprüfen oder updaten. Aber ich habe jetzt gemerkt, so die letzten 20 Minuten war ich schon nicht mehr so wirklich konzentriert, weil das Problem ist, ich mache halt gerade den einen Task und zwar arbeite ich halt an so einer ziemlich ausführlichen Präsentation. Und das ist halt nicht so abwechslungsreich. Und deshalb fällt es dann irgendwann schon ein bisschen schwer, so die Konzentration aufrechtzuerhalten. Also ich werde auf jeden Fall noch 2 Stunden heute was machen. Oder 1,5 Stunden werde ich auf jeden Fall noch was machen. Aber jetzt, nachdem ich heute auch noch gar nicht draußen war, habe ich mich gerade dazu entschlossen, irgendwie 15 Minuten einfach eine Runde ziemlich schnell joggen zu gehen. Einfach ein bisschen frische Luft zu schnappen. Das ist auch immer eine coole Möglichkeit, wenn man halt zu Hause arbeitet oder zu Hause lernt, dann kann man sich halt auch mal erlauben, so eine etwas kürzere Pause zu machen. Und so feiere ich jetzt quasi die 10.000 Abonnenten heute, indem ich 20 Minuten Pause mache. Dann kann ich auch noch duschen, das habe ich auch noch nicht gemacht heute. Und genau, dann sehen wir uns, wenn ich, irgendwann nachher, wenn ich vom Joggen wieder zurück bin, dann snacke ich wahrscheinlich auch nochmal eine Kleinigkeit und dann war es das für heute. So, ich bin von meinem Lauf zurück. Das waren jetzt knapp 3 Kilometer in 13 Minuten. War jetzt nicht besonders, aber einfach mal gut, um den Kopf frei zu bekommen. Und das hier ist dann mein Abendessen. Einfach ein paar Beeren und ein paar Nüsse. Bei den Nüssen ist jetzt eine Besonderheit, warum die so ein bisschen glänzen. Und zwar habe ich die jetzt für 14 Stunden in Wasser eingelegt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jedem von euch mal auf jeden Fall ans Herz legen würde, das mal auszuprobieren, weil die schmecken dann so frisch auf einmal, wie so eine richtig frische Nuss schmecken die. Also meistens sind so Nüsse, oder ich kenne das oft, dass so Nüsse so ein bisschen so trocken oder so sind. Und wenn man die da einfach in Wasser einlegt, schmecken die mega gut. Das ist wie gesagt mein Abendessen. Ich lasse noch so ein bisschen auftauen, wenn ich gleich duschen bin. Und ja, dann sehen wir uns gegen Ende nochmals, wenn ich meinen Plan für morgen erstelle. So, hier bin ich wieder. Es ist 21.45 Uhr. Ich bin jetzt mit allen meinen To-Dos für heute durch. Ich habe mir gerade noch meine To-Do-Liste für morgen geschrieben, von wann bis wann ich was mache. Und jetzt werde ich noch Zähne putzen, werde dann noch meinen Schreibtisch ein bisschen aufräumen, mich noch ein bisschen stretchen und dann werde ich schlafen gehen. Ich habe hier stelle mir gleich auch meinen Wecker, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, auf 5.20 Uhr. Und nachdem wir das Video heute erst, ich glaube so gegen irgendwann gegen 7 Uhr oder so, glaube ich, angefangen haben, machen wir auf jeden Fall die 24 Stunden voll. Sprich, morgen kommt dann auch nochmal ein kurzes Update, was ich so morgens mache. Das ist auf jeden Fall hier die eine Sache, eine Zitrone. Ein bisschen Himalaya-Salz werde ich mir auf jeden Fall morgen früh direkt einen kleinen Remineralisierungsshake machen. Habe so einen halben Liter Krug immer neben meinem Bett stehen. Da presse ich mir das dann morgen früh direkt rein, um so ein bisschen zu die Mineralstoffe und so weiter halt aufzufüllen, das Wasser und so weiter, das man über die Nacht verliert. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen früh direkt noch mit einem Kumpel oder zwei Kumpels mal schauen, trainieren gehen. Und dann haben wir die 24 Stunden voll. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr bisher dabei geblieben seid. Für mich war das ein ziemlich cooler Tag. Ich habe sehr viel geschafft. Bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Leistung, auch wenn das mit der Kamera ab und zu ein bisschen Produktivitätskiller war. Aber im Endeffekt war das ein ziemlich cooler Tag. Danke euch auch nochmals, dass wir die 10.000 Abonnenten voll gemacht haben. Das bedeutet mir wirklich viel. Also 10.000 Abonnenten hört sich jetzt eigentlich schon wenig an, wenn man sich so vergleicht mit anderen. Aber wenn ich mir so vorstelle, 10.000 Leute, die alle ambitioniert sind, die alle irgendwie was aus sich machen wollen, die wahrscheinlich später auch mal in höheren Managementpositionen und so weiter arbeiten werden. Also sind wir schon eine ziemlich coole Gruppe. Und ich freue mich, weiter mit euch wachsen zu dürfen. Ich habe unten übrigens auch eine Facebook-Gruppe.
Da hatte ich, glaube ich, mal vor 2 Monaten oder so auch schon mal was zu gesagt. Tret da gerne bei, um dich auch mit anderen zu vernetzen. Aber wie gesagt, im Januar, woran ich jetzt gerade auch arbeite, weshalb ich morgen auch wieder richtig gut gelaunt aufstehen werde, wird da noch mal was kommen, was da auf jeden Fall in diese Richtung auch noch mal um einiges mehr reingehen wird. Zum einen, dass ihr euch auch einfach untereinander besser vernetzen könnt und zum anderen eben auch, damit wir euch noch besser dabei helfen können, eure Ziele auch wirklich zu erreichen. Also, so viel dazu. Und dann, ja, ich wünsche euch jetzt keine gute Nacht, nur ich geschlafen. Ihr schaut euch ja das Video irgendwann die nächsten Tage an. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen, nachdem ich 7,5 Stunden geschlafen habe. So, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Das hier ist dieser Trunk quasi, den ich mir mache mit der halben Zitrone und noch einiges an Salz. Ich bin aufgestanden, jetzt ist 5:26 Uhr, ich bin aufgestanden, kurz nach 5, noch 7 Stunden Schlaf. Genau, morgens empfehle ich jedem, oder was ich immer mache, ist halt so früh wie möglich aufzustehen, schauen, dass man direkt aus dem Bett kommt, direkt irgendwie das Licht anmacht und dann nicht ewig noch im Bett rumliegt, irgendwie auf YouTube rumsurft, sondern versuchen direkt aufzustehen. Für mich geht es jetzt in Sport und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich bin jetzt vom Sport wieder zurück. Es ist 6:49 Uhr, sprich, wir können genau pünktlich auf 7 Uhr mit diesem 24-Stunden-Vlog aufhören. Also, das waren jetzt echt 24 Stunden in so einem typischen Leben von mir. Ihr seht, es ist nicht besonders aufregend. Es sind jetzt hier nicht, natürlich ab und zu hat man irgendwie auch einen Termin irgendwie bei einem Unternehmen oder so, oder auch mal mehr Kundentermine oder sonst was, aber es ist jetzt nicht so spannend, aber ich denke mal, das ist von vielen von uns das Leben jetzt nicht so besonders spannend und aufregend und es ist eben einfach so, manchmal muss man eben einfach Zeit in gewisse Projekte investieren und diese Zeit, und diese Projekte dauern einfach, gehen einfach über einen gewissen längeren Zeitraum. Aber wenn man halt ein Ziel klar vor Augen hat, jeden Tag weiß, wofür man das Ganze macht, dann macht es auch Spaß. Und es ist natürlich irgendwo auch wichtig, dass man immer den Ausgleich sucht. Ich meine, jetzt hatte ich eine Stunde lang richtig viel Spaß mit zwei Kumpels. Der eine von der Frankfurt School, der andere studiert Philosophie. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass man sich irgendwie ein Umfeld sucht, wo die Leute auch so ein bisschen so ähnlich sind. Auch die irgendwie da halt auch mal dabei sind, dann um 5:30 Uhr aufzustehen, da erstmal trainieren zu gehen. Und dann dusche ich jetzt, esse was und dann kann ich um 7:30 Uhr anfangen zu arbeiten und habe noch den ganzen Tag vor mir. Also, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mal einen Daumen hoch. Wenn du sagst, David, mach das nie wieder, dann schreib es mir in den Kommentaren auf jeden Fall, dann mache ich das nie wieder. Aber wenn du sagst, David, das war echt irgendwie cool, dann schreib es mir auch, dann werde ich das vielleicht nochmal machen. Genau, hier geht's zum letzten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren und hier geht's zur Webseite. Da wird demnächst auf jeden Fall nochmal einiges kommen. Und wie gesagt, unten in der Beschreibung findest du auch nochmal den Link zu unserer Facebook-Gruppe, damit du dich mit den ganzen anderen Leuten, die dieses Video hier anschauen können, noch ein bisschen besser austauschen kannst. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein Karrierefreund David.